Moin Moin, ihr seid hier auf Channel Miiverse Gravity und heute geht's in die dritte Episode der Trainingsplanungsserie. Letztes Mal haben wir uns ja über RPs und M-Raps unterhalten und heute geht's in die verschiedenen Trainingsphasen im Powerlifting und speziell gehe ich nochmal auf die Hypertrophie-Phase ein. Das Ganze heute auch mal nicht aus dem Vereinsraum, sondern auch von meiner Terrasse, wo wir damals im Sommer mit Pascal, Lars und Tyson auch schon den Livestream und die Videos gemacht haben und versucht haben, den Grill anzuschmeißen. Und genau, heute geht es um die Trainingsphasen im Powerlifting. Erstmal, wieso brauchen wir verschiedene Trainingsphasen? Wir haben ja im Prinzip nur ein Ziel. Wir wollen Progression, wir wollen stärker werden. Und zwar so schnell wie möglich natürlich oder so viel wie möglich. Dabei gibt es natürlich aber in gewissen Zeitabständen unterschiedliche Zielsetzungen. Weil wir werden nicht immer das Ziel haben, jetzt in 2 Monaten einen Wettkampf zu haben. Das heißt, wir können uns unterschiedliche kleinere Ziele setzen, um dieses größere Ziel des Stärkerwerdens zu erreichen. Und da kommen nämlich genau die 3 Phasen des Powerliftings oder 3,5 sagen wir mal zum Tragen, nämlich einmal die Hypertrophie-Phase, die Strength-Phase, die Peaking-Phase und vielleicht eine Regenerations-Post-Verletzungsphase, die natürlich aber nicht zum normalen Ablauf dazugehört. Und wie ich ja schon gesagt habe, wollen wir uns heute auf die Hypertrophie-Phase mit der Hypertrophie-Phase ein bisschen beschäftigen. Und ich würde sagen, los geht's. So, kommen wir zur Hypertrophie-Phase. Die Hypertrophie-Phase, was wollen wir da überhaupt machen? Wir wollen Muskeln aufbauen. Warum wollen wir als Powerlifter Muskeln aufbauen? Weil ein größerer Muskel hat das Potenzial, stärker zu werden. Größerer Muskel hat einen größeren Muskelquerschnitt und wenn der die gleiche Spannung erzeugen kann, Spannung mal Muskelquerschnitt ist gleich die Kraft, können wir mehr Gewicht bewegen, haben wir mehr Kraft. So, jetzt ist natürlich die Frage, wann will ich einen größeren Muskel haben? Und das ist im Prinzip, denke ich mal, bei fast allen der Fall. Entweder, wenn Sie in die Gewichtsklasse wechseln, wie ich das gerade mache, von der 93er in die 105er, ist ein 12-Kilo-Sprung, wird nicht 12 Kilo an Muskeln aufgebaut, weil dann wird ja mein Bodyfett sinken. Aber trotzdem sollen natürlich Muskeln aufgebaut werden. Oder wenn man in einer Gewichtsklasse die Body Composition verändern will, beziehungsweise verbessern will natürlich, wenn man also Fett durch Muskeln ersetzen möchte. Das geht natürlich nicht gleichzeitig, beziehungsweise bei Anfängern geht das schon, bei Fortgeschrittenen eher weniger, aber im Endresultat möchte man das substituieren und das sind die Möglichkeiten, wann ich diese Hypertrophie-Phase einsetzen kann. Boah, das ist so kalt, mein Gehirn kann gar nicht funktionieren, Alter. So, jetzt ist es noch die Frage, wie wir so eine Hypertrophie-Phase aufbauen. Und da geht es zunächst erstmal zur Übungsauswahl. Übungsauswahl sollten wir so gestalten, dass wir wirklich in der Hypertrophie-Phase, die weit entfernt vom Wettkampf ist, wirklich unsere Stärken und unsere Schwächen eingehen. Vor allen Dingen natürlich unsere Schwächen umwandeln zu Stärken, beziehungsweise das irgendwie wieder in Einklang bekommen. Wie es bei mir zum Beispiel ist, meine Quads sind relativ schwach im Vergleich zu meinen Hamstrings und zu meinen Glutes. Das heißt, ich muss viel Quad-Work machen. Das heißt, zum Beispiel High-Bar Squats oder Front Squats. Das gilt natürlich das Gleiche fürs Bankdrücken und fürs Kreuzheben ebenfalls. Und da müsst ihr, sage ich mal, eure Schwächen erkennen, euch die Schwächen eingestehen und auch wirklich dann Übungen so wählen, dass ihr diese Schwächen wirklich aktiv bearbeitet. Das ist dann eher im Bereich Assistance, Accessory-Übung, weniger im Bereich Competition Lift. Weil wenn ihr Stärken, Schwächen habt, den Competition Lift oder die Competition Lifts immer weiter übt, werden die Schwächen nicht ausgemerzt. Sondern die Schwächen werden zwar auch gestärkt, aber nicht so viel wie die Stärken gestärkt werden. Das heißt, da entsteht irgendwann so eine größere Schere dazwischen und dann wird es natürlich immer katastrophaler, sage ich mal, mit der Technik. Deshalb steigt eher in der Hypertrophie-Phase in unspezifischere Übungen, Assistance und Accessory-Übungen. Wenn die Competition Lifts natürlich gut sind, könnt ihr die auch gerne weitermachen. Solltet ihr auch weitermachen, definitiv. Wenn die aber nicht so gut sind oder wenn die sehr, sehr schlecht sind von der Technik her, könnt ihr die auch theoretisch mal rausnehmen, komplett aus dem Trainingsplan, um die dann wieder neu nach ein paar Blöcken wieder neu reinzunehmen, dass die so ein bisschen neu erlernen müssen. Das habe ich ja auch gemacht. Ich habe ungefähr 3 Monate nur High-Bar Squats gemacht und bin dann erst wieder auf den Competition Squat gewechselt. Das hat auf jeden Fall schon mal was gebracht. Und das kann man auch machen, muss man nicht machen. Also ihr müsst euch immer euch selber angucken. Wenn ihr relativ gut seid in den Competition Lifts, könnt ihr die drin lassen. Wenn ihr sehr, sehr schlecht seid, könnt ihr die auch gerne rausnehmen. Wenn ihr so mittel seid, dann würde ich die mit keiner zu hohen Frequenz in der Hypertrophie-Phase bearbeiten, um wirklich aktiv an euren Schwächen zu arbeiten. So, neben der Übungsauswahl geht es jetzt natürlich noch um die Reps und die Sets und die Samplers und so weiter. Und da ist es jetzt tendenziell so, dass wir in der Hypertrophie-Phase mit einer geringeren Intensität arbeiten, aber mit einem höheren Volumen, um schon mal allein im Vergleich zu den anderen beiden Phasen den neuen Reiz zu setzen. Und
der Hauptfaktor für Hypertrophie ist halt das Volumen. Das heißt, wir versuchen, das Volumen und die Workload zu erhöhen in der Hypertrophiephase. Das ist natürlich die Frage, okay, wo fange ich an? Tendenziell mit der Intensität kann man relativ gering anfangen. Es wird ja immer so gesagt, 55-60%, um so, sag ich mal, im Hypertrophiebereich, vom One-Rep Max, um im Hypertrophiebereich zu landen, wird immer so genommen. Ich würde tendenziell noch ein bisschen geringer gehen. Ich würde erstmal als Rechenmax nur 90% vom One-Rep Max ansetzen. Das, denke ich mal, ist eine sinnvolle Sache, weil vor allen Dingen in der Hypertrophiephase sammelt ihr relativ viel Fatigue ab, weil ihr viel Volumen ballert. Und da ein bisschen in den Rechenmax ein bisschen runterzugehen, ist gar nicht so schlecht. Und dann könnt ihr damit mit 50% davon, sag ich mal, starten in die Hypertrophiephase. Da sichert ihr euch auf jeden Fall die Progression und ihr arbeitet euch von unten an euer Progressionsmaximum, sage ich mal, heran. Nicht andersherum, nicht von oben runterarbeiten. Habe ich ja schon in der ersten Folge, verlinke ich nochmal hier, gesagt. So, jetzt haben wir die Intensität besprochen, jetzt geht es natürlich irgendwie an das Volumen und da müsst ihr mal ein bisschen austesten, was für euch passt. Natürlich sind wir eher im höhervolumigen Bereich, sowohl was die Sätze angeht, als auch was die Wiederholungen angeht. Allerdings dürft ihr es erstmal damit nicht übertreiben, weil wenn ihr eine Volumenprogression machen wollt, müsst ihr euch dann natürlich auch Raum zur Progression lassen. Also ihr könnt jetzt, es ist nicht empfehlenswert, vielleicht sagen wir mal mit 10x10 anzufangen, sondern vielleicht erstmal ein bisschen ruhiger. Erstmal da locker reinstarten, vielleicht irgendwie 3x8 oder so. Das kann man dann steigern, gegebenenfalls in Sätzen und Wiederholungen. Und dass ihr euch nicht zu viel Gesamtlast aufschreibt. Das heißt, jetzt in einem Training mehrere Dutzende Tonnen zu bewegen, ist vielleicht nicht so das Intelligenteste, sondern fahrt ihr eher ein bisschen runter und lasst euch wirklich auch über die Gesamtlast, also Sets, Reps mal Gewicht, lasst euch da Raum zur Progression. Neben den Hypertrophie-Übungen sollten wir natürlich auch in der Hypertrophie-Phase trotzdem Techniklifts mit einbauen. Diese Techniklifts, bitte überladet die jetzt nicht so mit Volumen. Das heißt, nur weil ihr jetzt in Hypertrophie-Übungen jetzt ziemlich viel Volumen knallt und in den Assistance- und Accessory-Lifts, müsst ihr das nicht in so einer Technikübung machen, weil tendenziell geht die Konzentration in einem Satz, je mehr Reps er hat, geht die Konzentration irgendwann flöten. Das heißt, wenn ihr solche Techniklifts einbaut, was sehr sinnvoll ist, um eure Technik immer wieder gegen zu checken, baut das mit einem geringeren Volumen ein. Baut die vielleicht auch nicht als Hauptübung ein, sondern als dritte, vierte, fünfte Übung, aber baut die mit einem geringen Volumen ein, vor allen Dingen mit wenigen Reps pro Satz, damit ihr wirklich konzentriert dabei bleibt. Weil es bringt euch nichts, wenn jetzt ihr nach einer Hypertrophiephase da rauskommt und, sage ich mal, die Technik relativ schlecht geworden ist, weil ihr so viel Volumen gemacht habt, weil ihr so viele Reps pro Satz gemacht habt. Weil dadurch ist das Potenzial auf jeden Fall erhöht, dass die Technik schlechter wird, beziehungsweise dass die Technik einbricht. Deshalb checkt eure Technik da immer gegen und baut auch Techniklifts in eure Hypertrophiephase mit ein. Das kann euch auf lange Sicht nur helfen. Und ja, das war es eigentlich zur Hypertrophiephase. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like, gebt einen Daumen nach oben da. Es ist arschkalt hier draußen. Meine Hände frieren gleich ab. Haut rein.